KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast und herzlich willkommen Kate. Hallo. Herzlich willkommen Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich bin etwas angepisst gerade, Entschuldigung, tut mir leid. Ich mache kurz meine Bürotür zu. Aber nicht wegen uns, muss man dazu sagen. Nicht wegen uns, sondern weil Chris kann gerade nicht links klicken. Das muss erwähnt sein. Das ja, heißt, ein Hardware-Defekt, ein plötzlich auftretenden Hardware-Defekt. Der gestern Nacht tat es noch, heute Morgen tut es nicht mehr. The fuck. An einem anderen PC getestet, the fuck. Ja. Ja. Gibt es da im Schwäbischen nicht das Sprichwort, was ich natürlich nicht auf Schwäbisch wiedergeben kann? Wer billig kauft, kauft zweimal. Naja, ja, aber die Maus war schon teuer genug, oder? Ja, ja, genau, die sind eh schon teuer. Aber bei der Beanspruchung bei dir, ich sag nur E-Sports. Ja, E-Sports-Profi, ich weiß nicht. Genau. Aber heute geht es nicht nur um Computer-Hardware, die ja gerade eh immer teurer wird, sondern Filme natürlich. Wir hatten in der Sneak Preview den Film The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Mal gucken, wie sich Sandra Bullock als Indiana Jones so schlägt. dann sehe ich hier noch in der Liste The Adam Project, hat jemand nachgeholt. Yeah. Ich habe meine Blu-ray, die den, warte mal, was steht da so drauf? Da stand da irgend so ein krasser Teaser drauf hier auf der Blu-ray, irgendwie der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten, nämlich The Sadness, der auch nur irgendwie an einem Tag mal im Kino lief, dann musste man irgendwie nachweisen, dass man über 30 ist oder so, um den sehen zu dürfen, damit man überhaupt das geistig ertragen kann, damit man keine bleibenden Schäden davon trägt. Den habe ich jetzt gesichtet auf Blu-ray. Und dann werden wir auf jeden Fall nach einem Spoiler-Tag auch mal über die neue Folge Moon Knight sprechen. Ich sag nur, Und ja, mal schauen, was uns dann noch so einfällt. Und ja, dann starten wir doch gleich mal rein. The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Es gab einen Tipp letztens in der Facebook-Gruppe Gloria Sneak. Und der lautete The Lost City. Das kam dann auch. Und wer hat das denn eigentlich getippt? Ja, ich weiß nicht. Das war eher so ein Wunschtipp. Ich war mir gar nicht sicher, ob das hat von... ja. In The Lost City ist Sandra Bullock eine Autorin von solchen Romantik-Novels, hier Romantik-Geschichten, die man meistens so in der Bahnhofsbuchhandlung oder so sieht, dann wo irgendwelche schmachtenden Personen auf dem Titel abgebildet sind mit irgendwelchen großen Lettern, wo irgendwas mit Love und Romance und sowas steht und so. Und sie schreibt so eine, ich sag mal, so eine Art Indiana Jones mit Sex-Geschichten und das kommt sehr gut an. Wir hatten ja letztens schon mal ich hatte den Film besprochen war das Sam Claflin, der da so einen Autor spielt, dessen Werk in Mexiko irgendwie ein bisschen sehr frei übersetzt wurde, wo so Sexszenen reingebracht wurden, was dann auch zu einem riesigen Erfolg wurde. Und Sandra Bullock schreibt von sich aus schon sowas. Sie hat da eine ganze Reihe gemacht und die ist sehr erfolgreich. Und in ihr Covermodel von ihren Büchern ist Channing Tatum, der dadurch, dass er eben dort fotografisch abgebildet ist, da zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. Das heißt, wenn sie irgendwo auftreten, um ein neues Buch zu promoten, schmachten die Frauen natürlich Channing Tatum an, der quasi der Titelheld ihres Romans dann auch ist und so. Die ganzen Zuschauerinnen, die projizieren halt diese Romantik und diese Action und das alles projizieren die auf ihn und er kann damit ganz gut leben, Channing Tatum. Und eines Tages tritt aber jemand an sie heran, nämlich Daniel Radcliffe, der ein verschrobener, etwas verschrobener Millionär, vielleicht sogar Milliardär ist, der aber in seiner Familie, also die Familie, die macht alle so richtiges Business, also denen gehören irgendwelche Fernsehsender oder irgendwelche News-Magazines und sowas. Und er ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, er versucht halt auch irgendwie ein bisschen zu Status zu gelangen, irgendwas, aber schafft es nicht so richtig. Und er ist halt eher so in dem Thema der Archäologie unterwegs, dass er dort irgendwelche Artefakte finden möchte, um da Berühmtheit zu erlangen. Und er ist auf der Suche nach so einer, wie nennen sie es, die Krone der Tränen oder sowas, ne, wo halt irgendwelche Edelsteine drin sein sollen. Und die soll sich eben in so einer verlorenen Stadt befinden, wo keiner seit vielen Jahrhunderten weiß, wo das eigentlich sein soll. Und er hat aber diese Stadt entdeckt mit seinen Leuten. Er hat gleich mal die ganze Insel gekauft, auf der diese Stadt liegt, oder die halbe Insel.
wo die Grabungen dann stattfinden sollen. Und er hat in dem Buch von Sandra Bullock, in diesem Schmachtfetzen, hat er irgendwo entdeckt, dass sie gewisse Sachen übersetzt hat von diesen alten Sprachen und nimmt nun an, dass sie da Kenntnisse hat mit dieser Sprachübersetzung. Wir erfahren dann auch, dass sie tatsächlich so ein paar Kenntnisse hat, weil ihr Mann war Archäologe und als er dann plötzlich verstorben war, hat sie quasi, um mal überhaupt zu Geld zu kommen, eben diese Bücher geschrieben. Sie wollte eigentlich Archäologiebücher schreiben, das hat nicht gefruchtet, hat keiner gekauft und da hat sie angefangen, eben diese Romantikbücher mit diesem Archäologie-Einfluss zu schreiben. Das heißt, das, was da drin steht, das hat schon so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Unterbau und das entdeckt er da drin und entführt sie direkt von so einer Gala und Channing Tatum sieht das und verfolgt sie dann auch und mit seiner tapsigen Art. Und der Danny Radcliffe eröffnet ihr dann halt auch, ja, hier die Insel und so. Und sie fliegen dann auch gleich hin. Das ist so eine Insel im Atlantik, die sich aber in der Nähe von Hawaii befindet. Alles ein bisschen kurios, typisch amerikanisch halt, ne? Und ja, jedenfalls sind sie dann halt dort. Und sie soll helfen, so ein Stofffetzen, wo irgendwelche Hieroglyphen drauf sind, zu übersetzen, wo sich angeblich der Hinweis drauf befinden soll, wo eben dieser... ja, dieses Grab ist, wo die, das was halt wie in so einer Art Pyramide sein soll, wo halt dann die Schätze sind und viel mehr will ich mal nicht verraten. Dass Brad Pitt auch noch eine Rolle spielt, das sieht man schon im Trailer, das kann man, glaube ich, mal verraten, weil Channing Tatum heuert dann Brad Pitt an als, ja, als Hilfe bei der Entführung. Als was? Als Trainer. Ja. Er war sein Trainer. Ja, Jack Trainer. Ja, aber der hat wohl auch noch verborgene Fähigkeiten, dass er eben Personen aufspüren kann und eben solche Entführungssituationen lösen kann und so. Und deswegen. Ich speichere alles von meinem Handy ab. Heuert er ihn an und genau. Und so befinden die sich dann halt auf dem Weg dorthin auf die Insel und haben dann auch einen Plan, wie sie befreien wollen und. Riesenkuddelbuddel dann und so. Ja, ist halt auch ein Sandra Bullock-Film, das heißt mit einem typischen augenzwinkernden Humor dann auch drin. Und für das Sneak ein idealer Film, fand ich. Ja, absolut. Popcorn-Kino. Ja. Also, ey, da hat von der ersten Sekunde an echt Spaß gemacht, weil du halt schon dran hockst und so, das schon so ein bisschen skurril alles anfängt und einfach dann auch so super skurril weitergeht. Es gab schon Applaus und beim Titel, als der Titel da stand. Ja, so freudiges ja. Klatschen schon. Und ja, der Film ist, wie schon gesagt, absolut großartiges Popcorn-Kino, der einfach Laune macht, der völlig, völlig Banane ist, teilweise einfach einen sehr guten Humor an den Tag legt. Es hat sogar einen kleinen Pipi-Kaka-Humor, den der Erik zum Lachen gebracht hat. Ja. Und deswegen, wenn ein Film sowas schafft, ist ziemlich viel richtig gemacht. Ihr müsst nichts sagen, ist okay, Kate, ich unterhalte mich gerne mit mir dachte, allein. Kate möchte irgendwas sagen, aber die ist wahrscheinlich noch so geblättet vom Film. Ich dachte, du würdest vielleicht zu dem Pipi-Kaka-Humor noch was sagen. Ach so, nö, ja, das war erträglich. Ja, absolut. Also mir hat der Film halt extrem Spaß gemacht. Also ich war das erste Mal seit langem mal wieder in der Sneak und hatte direkt Glück, diesen Film zu erwischen. Und ja, der hat einfach unterhalten, wie Christian gesagt hat, von der ersten Minute an war der auf den Punkt lustig, und aber auch teilweise nicht zu lustig, sondern manchmal auch so ein bisschen what the? Und es hat Spaß gemacht. Also ich mochte die Harmonie zwischen Channing Tatum und Sandra Bullock auch sehr. Brad Pitts Rolle hat mich richtig lustig gefunden und richtig gefeiert. Das war sehr cool. Ja, und Danny Radcliffe als durchgeknallter Archäologie-Fan fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also gut rundum gespielt, ja. fand ich das einen guten Film. Ja. Auch so die Nebencharaktere, also ihre Verlegerin oder der Pilot da, der sie mit dem Seelenverkäufer da irgendwie darüber fliegt, hier auf die Insel und so. Ja, war irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Den kennen wir aus The Office. Ja, schönen Dank auch. Darf ich auch am Mittwoch mit sowas von München nach Stuttgart. aber ich habe da kein Problem damit. Nee, also wirklich, weil halt die klar ist die Geschichte ein bisschen hanebüchen. Wollen wir nicht drüber reden. Aber die Charaktere haben halt echt harmoniert, weil man gemerkt hat, dass sie einfach Bock haben auf den Film. Dass sie einfach Bock haben, da ein bisschen
hier im Dschungel rumzurennen oder sowas, so ein bisschen was Abgefreaktes auch zu machen. Deswegen fand ich das ganz cool. Also wirkte zumindest auf mich so. Natürlich weiß ich es nicht, ob es wirklich so war. Aber insgesamt doch eine extrem runde Sache. Total Banane halt, aber extrem rund und lustig. Aber nicht übertrieben lustig. Und das ist auch wieder gut. Ja, der Film hatte halt so eine schöne Dynamik gewonnen, dass eben Channing Tatum ihr beweisen möchte, dass er auch im echten Leben so ein tougher Typ ist. Und dann auch so die, wenn dann irgendwas was Unvorhergesehenes passiert, wie mit dem Motorradfahren, was wir natürlich jetzt nicht verraten wollen, ey, dann ergeben sich da irgendwelche Diskussionen oder wenn sie irgendwie durch den Fluss gehen oder irgendwas. Ach nee, das war schon sehr spaßig. Ist natürlich nicht der riesengroße Wurf, also das ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt ganz oft noch anschaue oder sowas, aber auf jeden Fall hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe den auch meiner Tochter empfohlen gehabt, die war dann gestern drin. Wie das halt so bei jungen Mädels ist, da kriegt man jetzt nicht so viel raus, wie es ihr gefallen hat. So. Und war es gut? Ja. So, das sind so die Gespräche, die man dann führt. Ne? Wow. Also ich habe sie ja dann gestern Abend unten von der Bahn abgeholt. Ne? Da habe ich dann gesagt, ja, wie war es denn nun? Und so, ja. Aber ich glaube, den hat es auch ganz gut gefallen, ja, der Film. Und auch die Sitze im Gloria 2 war das ja oben, ganz oben, die. Und Dolby Atmos. Hatten wir ja nicht Dolby Atmos, aber es war trotzdem ziemlich cool. Nee, war trotzdem voll in Ordnung. Was mir aufgefallen ist, ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der im Dschungel spielt, der ohne Dwayne Johnson auskommt. Also das war auch mal was Besonderes. Irgendwie so. Das ist mir dann erst hinterher aufgefallen, weil ich habe dann hier mal so durch und dann lief gerade irgendein Film mit Dwayne Johnson im Dschungel und da habe ich gedacht, ja eben, ey, eigentlich ja. Aber was ich immer nur so erschreckend finde, ist, dass Sandra Bullock immer noch so jung aussieht. Ja. Die sieht auch immer noch genauso aus wie in diesem Undercover-Film, wo sie da wie hieß denn der? Miss Undercover? Ja, Miss Undercover. Genau. Ich finde, das sieht genauso aus. Oder Miss Undercover 2. Auch großartiger Schockiert Film. Schockiert mich ehrlich gesagt. Wobei ich auch noch sagen muss, in manchen Szenen, in manchen Einstellungen hat mich Sandra Bullock an die etwas jüngere Marissa Tomei erinnert. Mhm. Kann auch sein. Aber das war nur so von mir, von meiner Seite aus. Ja. Ja. Die ist 1964 ist die geboren. Also Sandra Bullock? Ja. Fuck. Ist die jetzt 58 oder so? Deswegen meine ich ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, Herr Mathelehrer. Ich hoffe, es war richtig. Ja, ich denke immer zweimal nach, bevor ich hier solche Zahlen dann raushaue, solche Rechenergebnisse. Besser ja. ist das. Nee, aber war schon. Also da war natürlich die angedeutete Romanze zwischen ihr und Channing Tatum, der doch deutlich jünger ist, war natürlich hier ein bisschen. Also ich hatte das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass die ja doch schon, und er ist ja, was sehe ich hier, 80 ist der geboren. Da liegen doch schon ein paar Jahre dazwischen. Ja, aber Channing Tatum, mal ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass Channing Tatum jemals einen Oscar bekommen wird. Aber ich mag ihn. Er spielt so liebevoll immer diese bisschen trotteligen, muskulösen, bepackten Typen. Und also ich mochte ihn in den 21 Jump Street Filmen sehr. 22 Jump Street. Logan Lucky habe ich ihn gefeiert. Eigentlich überall, wo ich ihn sehe, finde ich ihn cool. Also selbst Magic Mike hat seinen eigenen Charme und alles. Ich mag Channing Tatum wirklich. Ich find ihn cool. Ich finde ihn einfach witzig. Ich lese mal die nächsten drei Filme von Channing Tatum vor und wir versuchen mal einzuschätzen, ob der Oscar-Potenzial hat oder nicht. Also der nächste Film ist Magic Mike's Last Dance. Was meint ihr, Oscar-Potenzial? Da haben wohl irgendwelche Damen das Set gestürmt, habe ich gelesen. Okay, also Oscar-Potenzial, ja, nein. Was meint ihr, Last Dance? Das kann ja auch eine Tragödie werden, ja, wenn er sich dann irgendwie, wenn er dann verletzt wird und Bein muss amputiert werden und er tanzt dann auf einem Bein oder so. Oder kann ja auch. Also die Katze. Es gab ja auch diesen Film Save the Last Dance. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich meine, wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Es könnte Potenzial haben. Ich sag mal, die Chance ist 50-50, je nachdem, in welche Richtung das Pendel schwingt. Ich mag deinen Optimismus. Pass auf, manchmal. Der nächste Film, der danach kommt, heißt Pussy Island. Da bin ich eher skeptisch, schon vom Titel her, ob das Oscar-Potenzial hat. Vielleicht ist doch nur ein Arbeitstitel. Bei Pussy Island, da spielt er eine Rolle namens Slater King. Das klingt auch nicht. Oh, Regie ist Zoe Kravitz. Oh, hier steht sogar ein bisschen Story. Mal kurz lesen. Der Film hat sogar ein bisschen Story. Nee, bei dem anderen Film stand keine Story.
Da geht es um eine Barkeeperin, die mit einem Tech-Mogul, Slater King, gespielt von Tenet Tatum, zusammenkommt und kommt dadurch in den Inner Circle von diesen reichen Leuten rein. Okay, das klingt auch nicht gerade. Es sei denn, es ist Sozialkritik mit drin. Und der andere heißt dann Wingman, wird gedreht von Joseph Gordon-Levitt. Und da geht es um ein, das ist eine R, ein, Achtung, ein R-rated Musical Comedy. Also ein R-rated, ein Musical für Erwachsene, ein Comedy-Musical für Erwachsene über die Misserfolge von zwei Piloten. Das klingt ja auch sehr spannend. Ach, da. Naja. Ich denke, da kann er seine Stärken ausspielen. Aber ich glaube, wenn er, ich meine, er ist jetzt sehr festgelegt, so ein bisschen auf die, ja, auf die lustigen Rollen und oder Action-Rollen oder sowas. Ich glaube, wenn sein Agent ihm mal so ein tiefgründiges Skript, ich glaube, das kann der auch. Also ich meine, das kann der garantiert. Wenn der, wenn der sowas wie, was weiß ich, damals The Wrestler, Mickey Rourke, irgendwie so ein ehemaliger Boxer oder Wrestler oder sowas, der da irgendwo in Struggle reingerät, oder wie dieser andere Film, wer war das, mit Tom Hardy, mit den Boxern oder sowas, sowas kann der da auch spielen, denke ich auch. Kommt halt nur auf seine Rollenauswahl an. Und dann hat er vielleicht auch Chancen, da mal was abzufassen. Oder jemand auf der Bühne zu slappen, wenigstens. Naja, gut, also machen wir einen Knopf dran. Punktemäßig 7,5 von 10 von mir für The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Von euch? Ich gebe ihm 8. Ich bin bei Kate, ich gebe ihm auch 8, weil ich einfach echt gut unterhalten wurde. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, den kann man sogar ein zweites Mal, glaube ich, gucken. Problemlos. Kann ja. Ich muss hier gerade mal das kurz ändern hier, dass man der Kate ihre Punkte auch eintragen können im Dokument. Weil die war so lange nicht mit im Kino, da habe ich, glaube ich, die Spalte vergrößert links mit dem Titel. So, jetzt passt. Okay, so, 8 Punkte ist drin. Wunderbar. Und wie lauten denn die Tipps? Wir müssen sagen, für übermorgen, Achtung, ja, weil wir nehmen heute schon mal am Samstag auf. Wie lauten denn der Hinweis für übermorgen, Kate? Ja, der Tipp von der Kinoleitung heißt das richtige Werkzeug. Und es sind zwei Tipps eingegangen. Einmal von dir, Top Gun Maverick. Und einmal von mir, ich habe auch mal wieder getippt. Und zwar Die Saat. Mhm. Und da geht es nämlich darum, dass ein Typ mit seiner 13-jährigen Tochter aufs Land zieht und in ein Haus zieht, das sehr renovierungsbedürftig ist. Und auch bei deiner Arbeit braucht er als Bauleiter natürlich das richtige Werkzeug. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht passt es. Okay. Und er kommt in OV. Und er kommt in OV, das ist ja genau. Deutsch. Das ist auch noch. Okay, aber OV sagen, sagen sie dann meistens, wenn es ein Englisch oder Französisch ist. Ja, aber es wäre halt, halt gepasst vom Text. Stimmt, ja, vom, da passt es ja. Also mein Gedanke war, im Englischen oder Amerikanischen gibt es ja immer so diesen Ausspruch, ja, you need the right tool to do the job. So. Deswegen könnte ich mir denken, dass das vielleicht da irgendwo im Trailer oder in irgendwas mal vorkam bei Top Gun Maverick, dass die irgendwas machen wollten, irgendeinen Einsatz, und haben dann gesagt, okay, sie brauchen da irgendein bestimmtes Flugzeug dafür oder sowas. Wahrscheinlich haben wir beide Unrecht. Wahrscheinlich ist es beides nichts, weil so richtig sehr sicher bin ich mir bei meinem Tipp nicht. Ich drücke aber die Daumen, dass was Gutes kommt, weil ich werde ja nicht da sein. Ich bin gespannt dann, was in unserer WhatsApp-Gruppe dann erscheint, was da gezeigt wird. Ja, da bin ich dann gespannt. Okay, und jetzt ins Heimkino. Heimkino. Kate, du hast The Adam Project auch geschaut. Genau, du hattest den ja vor kurzem schon mal vorgestellt. Ja. Und ich wollte mir den auch immer angucken, kam aber irgendwie nie dazu. Und jetzt habe ich mir Zeit genommen und ihn angeguckt. Und was soll ich sagen? Es ist ein wunderschönes, lustiges Sci-Fi-Abenteuer mit viel Action und lustigen Sprüchen und tollen Darstellern. Also Jennifer Garner, Ryan Reynolds, Walker Scobell als kleiner Junge, Zoe Saldana, Mark Ruffalo spielt auch irgendwo mit. Das ist einfach, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich will gar nicht groß viel zur Story noch erzählen, weil du hattest ihn ja, wie gesagt, schon vorgestellt. Sollte man sich auf jeden Fall, wenn man Filme mit Ryan Reynolds mag und so ein bisschen Sci-Fi mag, ruhig mal anschauen. Gibt's auf Netflix zu klicken. Gefällt mir gut. Würde ich, glaube ich, auch nochmal angucken. Ich glaube, es gibt keinen Film mit Ryan Reynolds, obwohl ich müsste es mal checken, das ist jetzt einfach eine Behauptung von mir,
in der keine Star Wars und keine Zurück in die Zukunft Referenzen auftauchen. Das kann sein, ja. Das war ja auch wieder sehr spaßig eingebunden da an manchen Stellen. Und hat mir auch Spaß gemacht. Das ist natürlich auch wie Lost City nicht der große Wurf, aber gerade heutzutage, wo, was weiß ich, die Probleme vor der Tür warten hier oder hinterm Fernseher, hinter den News, dann kann man mit sowas schon mal schön mal anderthalb Stunden verbringen und mal ein bisschen abschalten und so. Das, ganz genau. Dafür ist das voll da. Wo man nicht so richtig schöner abschalten kann, ist The Sadness. The Sadness ist ein taiwanesischer Horrorfilm und ich muss sagen, ich kenne nicht viele taiwanesische Horrorfilme, ist mir dann aufgefallen. Ich dachte erst, der käme auch aus Korea, aber es ist ein taiwanesischer Horrorfilm und hier geht es mehr oder weniger darum, dass ein Virus grassiert, der aber jetzt nicht wie hier Coronavirus ja, die Lunge befällt und dann in manchen Fällen zum Tod führt, sondern hier werden die Leute halt zu Zombies. Aber jetzt kommt der große Kniff, denn ich habe ja schon viele Zombie-Filme wirklich gesehen. Ich würde behaupten, ich habe alle gesehen, aber beweist mir das Gegenteil. Hier ist es so, dass die werden jetzt nicht zu diesen typischen so diesen Zombies, die dann so mit ausgestreckten Armen dann rumlaufen und irgendwie versuchen, Leute zu beißen. Machen die auch. Aber hier ist es erstmal so, dass bei den befallenen Personen so die Augen so erstmal so schwarz werden und die lassen dann ihre innersten Gefühle raus, was natürlich bedeutet, dass manche total sadistisch werden, manche werden zu absoluten Vergewaltigern und leben da ihre Sexsachen aus, manche, die haben wirklich noch absurdere Sachen, die essen dann halt Menschenfleisch oder irgendwas, also so die tiefsten Perversionen treten da zutage. Und das ist natürlich hier in diesem taiwanesischen Film, der natürlich auch aus einer Gesellschaft kommt, die ja sehr stark davon abhängt, dass alle so gleich geschaltet sind, ja, wo jetzt kaum jemand irgendwie großartig ausbricht, wo jemand irgendwie sehr individuell ist, sondern gerade in dieser Gesellschaft ist ja wirklich alles so versucht wird, glatt zu bügeln und so. Und das dann hier so zu zeigen in diesem Film, da ist natürlich auch eine deutliche Sozialkritik auch mit drin, was ja auch diese anderen Zombie-Filme von damals auch immer so mit drin hatten. Und das fand ich hier wirklich extrem gut gemacht, was natürlich dann, ich hatte es ja schon erwähnt, dass da die tiefsten Perversionen da zutage treten. Das sieht man natürlich Bilder, die hat man noch nie irgendwo im Film gesehen. Also was da abgeht teilweise und da wird ja wirklich nicht hinterm Berg gehalten. Das ist ein Blutvergießen, ein Bloodshed. Da gibt es so eine Szene in so einer U-Bahn, wo dann plötzlich der eine, ja, wo es bei dem losgeht, wo der dann plötzlich anfängt, dann so ein, wie so ein Terrorattentat, da so wirklich alle Leute irgendwie abzustechen und sowas. Und da spritzt das Blut ohne Ende und so. Also es ist wirklich ein extrem heftiger Film. Und in dieser ganzen Gemengelage beobachten wir ein Paar. Also die sind am Anfang, wachen die früh auf in ihre Wohnung, trennen sich dann, sie geht halt auf Arbeit, er geht woanders hin. Und als es dann so ausbricht, also es kommen schon in Fernsehen so Nachrichten, wo das dann gesagt wird, dann gibt es auch natürlich wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die sagen, das gibt's gar nicht und das ist alles gar nicht so schlimm und was, es wird also sehr viel auch so aktuelle Referenzen zu diesen ganzen Themen, fand ich auch extrem gut gemacht, wie das so dargestellt wurde. Und dann geht's halt los und sie versuchen sich dann halt wiederzufinden in diesem ganzen Kuddelmuddel, wo halt wirklich auch extreme Distanzen zwischen den beiden liegen, die sie überwinden müssen. Und das ist hier so, diese Zombies, man sieht denen das nicht so direkt an, ja, sondern dadurch, dass sich das ganz langsam bei denen entwickelt, kann es sein, dass wirklich jemand, mit dem du die ganze Zeit zusammen warst, wo du gar nicht siehst, dass der das hat oder irgendwas, wo das dann plötzlich auftritt. Und ja, ich fand das wirklich gut gemacht auf diese perverse Art und Weise und ich mochte das irgendwie, diesen Film zu sehen, diese unverkrampfte Art, wie der wirklich dann nicht aufhört, bei manchen Themen da wirklich den Finger in die Wunde zu legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das
komplett durchzuspielen, die Story. Nicht wie bei irgendwelchen Hollywood-Produktionen, wo dann doch an bestimmten Stellen Halt gemacht wird, wo schon, wenn bei Walking Dead, was weiß ich, wenn die in irgendeiner Enklave sind und dort morden welche irgendwie andere Menschen, um die zu essen, wo das schon hohoho, das ist ja schlimm. Also hier, der macht vor nichts Halt, ja, da siehst du alles in diesem Film und die Blu-ray ist hier auch die Uncut-Version. Das ist echt heftiges Ding. Und deswegen in diesem Bereich Zombie-Filme, da wird mir noch lange in Erinnerung bleiben und ich habe den ja hier als Special Edition Blu-ray. Ich gucke mir da auf jeden Fall die zweite Blu-ray, die hier drin ist, noch an, wo dann die ganzen Produktionsnotizen und sowas, das interessiert mich jetzt total, wie die das gemacht haben. Und ich würde mich freuen, da aus der Ecke, aus Taiwan noch mehr Sachen zu sehen. Das muss nicht unbedingt so pervers brutal sein, sondern auch andere Sachen, weil die Effekte waren extrem gut. Das war jetzt nicht irgendwelcher Schläferz-Scheiß, wo man sagt hier, ach, um Himmels Willen, wie haben sie denn das gemacht? Und der sieht ja gar nicht aus wie ein Zombie. Sondern es war richtig, richtig gut. Also, da wahnsinnig gut gedreht, spannend gemacht auch, wie die sich dann finden. Diese Bedrohung war drückend spürbar. Und auch diese aktuellen Referenzen zu anderen Virusepidemien und Pandemien waren spürbar richtig gut. Also von mir in diesem Bereich, sagen wir mal, Zombie-Horror durchaus 7,5 von 10. Und ich habe euch auch mal ausgeliehen, da könnt ihr auch mal reingucken. Oh, ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, kam an, werden wir auf jeden Fall angucken. Wenn es was ist, seid euch bewusst, dass der macht vor nichts Halt. Also nichts für schwache Nerven. Ja, das hat so eine, ich sag mal, das ist so, hat so eine Braindead-Stimmung. Also das ist jetzt nicht alles so ganz, ganz furchtbar, wo man denkt, um Gottes Willen, ist das eklig und schlimm und so, wie bei anderen Filmen. Sondern der hat so eine, ja, ich würde nicht sagen, dass es Komödie ist, das nicht, aber schwer zu beschreiben. Hat so leichte Züge, meinst du? Naja, man kann jetzt nicht drüber lachen, es ist schon drastisch, aber es ist halt spannend und es passt halt auch alles irgendwie zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt völlig, völlig pervers wie bei Hostel oder sowas, wo es einfach nur Torture-Porn war, sondern hier ist halt so, ja, vielleicht mal reingucken, wenn es dann irgendwann nichts mehr für euch ist, dann ausschalten oder so, aber es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Film, der jetzt einige Male, denke ich mal, referenziert werden wird in dem Genre, weil der hat wirklich mal Maßstäbe gesetzt und ist wirklich drastisch pervers, der Film. Okay, ja, dann gucken wir doch mal, was so ein Neues anläuft und was in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. Wobei wir sagen müssen bei den Charts, dass hier, dadurch, dass wir Samstag schon aufnehmen, sind die noch nicht aktualisiert, wie ich es jetzt gerade sehe. Das heißt, wir finden jetzt hier The Lost City noch nicht drin. Und ich habe ja für meine Tochter die Kinoplätze gebucht. Der Saal war voll. Also ich glaube, der wird richtig gut gehen. Da werden wir dann nächste Woche nochmal nachliefern. Also und übrigens an der Stelle ganz kurz an alle ein ganz fettes Dankeschön, dass ihr wieder ins Kino geht und dass ihr das nicht hängen lasst. Weil, ja. Ich bin immer noch der Meinung, manche Filme, die sind einfach fürs Kino gemacht und da sollte man die auch angucken. Wie hat es ein Streamer mal so schön gesagt, so der während dem Stream gefragt wurde, so, ja, hier, hast du den Film schon gesehen, gibt es auf Netflix und bla 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 bla. Und dann hat er gemeint, ja, da müsst ihr unbedingt auf dem Handy schauen, die Sachen, weil die Filme sind absolut fürs Handy, für den Handybildschirm gemacht. Deswegen, große Bilder, große Filme, brauchen eine große Leinwand. Punkt aus Ende. Definitiv. Ich glaube, ich diskutiere da nicht. Ja, nee, ich sag's doch. Also sehe ich doch ganz genauso. Also das ist ja, ich gehe auch lieber, habe ich ja bei Batman auch gemacht, nochmal schnell ins Kino, bevor der vielleicht nicht mehr läuft. Jetzt läuft der, man kann den, glaube ich, auf Sky irgendwie kaufen, ne, oder so. Ja, man kann ihn jetzt wohl kaufen. Das habe ich auch gelesen. Ja, er läuft ja noch im Kino. Das ist so ein Film auch, wo ich die große Kinoleinwand durchaus vorziehen würde. Ich glaube, die Charts brauchen wir nicht vorlesen, weil es sind die von letzter Woche dann. Doch, machen wir geschwind. Na, dann Northman 5. Nein, Northman, The auf Platz 5. Batman, The auf Platz 4. Sonic 2 auf 3. Eingeschlossene Gesellschaft auf 2. Und die 1, Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Ja, Ordnung muss sein, du weißt, ich bin Beamter, da muss es ordnen. Ja, aber das sind die von letzter Woche. Okay, weiter geht's. Warte mal, ich guck mal kurz, was in USA zum Beispiel. Platz 1 ist gleich, Fantastic Beasts. Sonic 2 auf 2. Lost City auf 3. Einspielergebnis von 78 Millionen. Jetzt am. Sieht gut aus da. Und Platz 4, Everything Everywhere All at Once. Weiß ich nicht, was das ist. Warte mal, lass mal kurz gucken. Ein
ist das ein koreanischer? Nee, ein chinesischer Film über eine chinesische Einwanderin, die wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in der sie allein die Welt retten kann, indem sie andere Universen erkundet, mit denen das Leben verbunden ist, das sie hätte führen können. Oh, ist ja verrückt. Mit Michelle Yeoh. Ha, nie gehört. Okay, interessant. Sounds crazy. So, was haben wir denn im Angebot für die nächste Woche? Überlass dir mal den ersten. Ja, das ist sehr lieb, weil hier steht jetzt ganz groß schon Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und oh mein Gott, ich bin richtig, richtig gewillt, da einfach ins Kino zu rennen, mit einer riesen Portion Popcorn und sowas und mit diesen neuen Marvel-Film anzuschauen. Nicht zuletzt, weil ja jetzt die Spekulationen gerade ins Kraut schießen, dass irgendwie ist dann noch, dass das Moon Knight eine größere Rolle oder eine kleinere Rolle schon bei Thor spielen könnte, wo jetzt auch der Trailer die Woche rauskam, den ich auch sehr, sehr gefeiert habe. Sprechen wir vielleicht nachher kurz bei den Trailern drüber. Auf jeden Fall Doctor Strange in the Multiverse of Madness als Sorcerer Supreme des Marvel Cinematic Universe reist Benedict Cumberbatch abermals in magische Dimensionen, um die Welt vor der Zerstörung zu beschützen. Von Sam Raimi mit Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong und weiteren. Es wird, glaube ich, ein absoluter mind-blowing Film. Wenn man die Trailer schon gesehen hat, dann weiß man, okay, herzlich willkommen, wie sage ich es am besten, Professor Xavier? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Schwurbler, die sich entschuldigen, sondern es wird einfach, glaube ich, absoluter Killer. Es wird ein absoluter Killer. Also, wenn Patrick Stewart draufsteht, ist schon mal gut. Ich mag das auch sehr, dass Sam Raimi. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, du magst ja was? Ich mag sehr, dass Sam Raimi jetzt auch wieder für das Marvel-Universum was dreht. Weil ich mochte echt die ersten Spider-Man, die drei Teile mit Tobey Maguire, mochte ich sehr von der Art, wie es gedreht war. Ich mag die auch. Und Sam Raimi, der hat bei mir immer noch so viel Credit wegen The Evil Dead. Das ist einfach auch so, wie es damals produziert wurde und so. Und dem, ich mag auch dem seine, der hat solche Signature-Shots immer drin in seinen Sachen. Die mag ich sehr, wenn ich die entdecke. Das ist so wie früher, wenn man die Hitchcock-Filme geguckt hat, hat Hitchcock entdeckt irgendwo in der Rolle. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ich würde euch bitten, frühestens am Donnerstag einen Kinobesuch zu organisieren, weil ich bis Mittwoch nicht da bin, bis Mittwochabend. Nicht, dass ihr da am Mittwoch in die Vorpremiere geht oder so. Aber gut, macht wir was. Wir gucken, dass wir das so planen, dass okay, du das klingt kann. Auch sehr schön. Ja. Aber ist halt, also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich Wird gut, aber ja. Läuft, glaube ich, noch gar nicht. Da müssen wir morgen gucken. Montag mal gucken. Schauen wir mal. Morgen kommen eigentlich Dienstag kommen so die ersten Kino Daten, wann man kommen, wann die Filme laufen. Ja. Wir machen kurz weiter. Wolke unterm Dach, das ist der Film, der wurde, glaube ich, ein paar Mal getippt und erwähnt für die Tipps mit Frederik Lau und Romy Schröder und Hanna Herzsprung. Ein Familiendrama um ein Vater-Tochter-Duo, das den plötzlichen Tod der Mutter auf unterschiedlichen Wegen verarbeiten muss. Downton Abbey 2, Downton Abbey 2, Fortsetzung des Kostümdramas mit Maggie Smith, Hugh Bonneville über die Adelsfamilie Crawley und ihre Bediensteten. Ja, da habe ich ja den ersten hier mal vorgestellt in unserem kleinen familiären Podcast. Ich fand das eigentlich relativ charmant. Ich kann jetzt an der Stelle einfach mal sagen, Kate, da du ja so eine komische Serie gerade geguckt hast, schau dir doch mal Downton Abbey, den Film, an. Ja, ich werde diese Serie angucken. Ich habe ja das neueste Guilty Pleasure für mich entdeckt, was ich nie gucken wollte. Ich habe tatsächlich Bridgerton geguckt und ich fand das total geil und ich werde jetzt Downton Abbey anfangen. Das ist irgendwie cool. Irgendwie ist es geil. Diese Zeit, dieses Denken, diese prunkvollen Kleider und Bälle und ich finde es irgendwie geil. Ich habe da nicht reingefunden damals. Ich habe Downton Abbey als die erste Staffel, als er der große Hype war, haben wir das auch bei Fortsetzung vor. Ich habe da nicht reingefunden. Das war nicht meins irgendwie. Übrigens Doctor Strange erst ab 4.5. in den Innenstadtkinos. Oh, okay. Ja, das ist dann schon ein bisschen Vorpremiere. Also noch 2 Wochen. Ja. Übrigens, jetzt haben wir den Film, den ich gerade erwähnt hatte, US-Kinocharts, Everything, Everywhere, All at Once. Überdrehtes, Achtung, Sci-Fi, Kung-Fu, Action, Abenteuerkomödie. Mit Michelle Yeoh, deren Charakter von der Existenz des Multiversums überrumpelt ist. Da kommen jetzt 2 Multiversumsfilme ins Kino quasi.
Interessant. Ja. Dann haben wir Rabih Kurnaz gegen George W. Bush. Biopic, in dem eine türkischstämmige Mutter um die Freilassung ihres unschuldig inhaftierten Sohnes in Guantanamo kämpft. Okay. Ah ja. Von Andreas Dresen mit Meltem Kaptan. Oh, Andreas Dresen? Scheer, mein Homie. Abdullah Emre Öztürk und weiteren. Andreas Dresen? Ja, Andreas. Der ist aus Gera. Mein Homie. Glückwunsch. Ja, den habe ich, hab ich mit Gera mal getroffen. Der hat auch so Filme gemacht wie Sommer vom Balkon und so. Echt cool. Finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall angucken. Also schon aus Homie und so, Bro und so. Ja, bei Homie. sehr gut. Also, The Reckon läuft leider nicht im Kino an, weil den hatte ich auf dem Schirm gehabt. Da bekommen wir aber eine Screener-Disc. Der erscheint nämlich jetzt stattdessen fürs Heimkino. Habe ich schon... Nice. Beantragt und ich lese trotzdem mal die Story vor. Nachdem beim Urlaub an der Küste die Stelzenhütte eines Paares aufs offene Meer abgetrieben wird, muss es auch gegen einen Hai ums Überleben kämpfen. Ein Survival-Thriller mit Alicia Silverstone mal wieder. Oh, wow. Langer Zeit. Mal gucken, wie die sich gehalten hat. Ich habe keine Ahnung. Genau, den hatte ich nämlich auf dem Schirm und dann hieß es, nee, bei Filmstart steht er auch nicht drin, bei Kino.de steht er noch drin als Neustart. Hm. Okay. Lucifer, Alf, was, nee, Alphorror, Alf-Horror. Alf-Horror. Nee, Alf, noch besser. Alphorror mit Franz Rogowski als einfacher Bauer in einer Almhütte, der von der Neuzeit überrumpelt wird. Okay. Ein Horrorfilm von Peter Brunner mit Franz Rogowski, Merit Becker, Susanne Jensen. Okay. Eieiei. Also ein Horrorfilm mit Alf ist bestimmt auch gut, wo der dann wie so Chucky die Leute alle... da so rummetzelt. Ah, hör mal. Aber auf jeden Fall, Alf könnte doch mal wieder ein Remake vertragen, die Serie. Jetzt werden so viele Serien geremaked. Nein, ich glaube, das würde ganz arg schief gehen. Möchte bitte ein Remake mit Alf. Oh, ich nicht. Nicht? Okay, dann nein, nicht. Nein, okay, Chris hat entschieden, gibt's nicht. Was nochmal ins Kino kommt, ist die fabelhafte Welt der Amelie. Es gibt ja diese Reihe Best of Cinema, wo immer einmal im Monat wirklich Top-Filme nochmal ins Kino kommen, damit die Leute, die noch nicht auf der großen Leinwand gesehen haben, die einfach mal genießen können. Und die fabelhafte Welt der Amelie ist ein absolut empfehlenswerter Film, zumindest von mir. Sehr toll gedreht von Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou in ihrer Durchbruchsrolle, Mathieu Kassovitz mit dabei. Und es ist eine etwas verträumte Geschichte, die in Paris spielt. Es geht so ein bisschen um Liebe und um alles Mögliche. Es ist sehr märchenhaft erzählt und ja, ich habe selber schon eine Fototour gemacht durch die Viertel, habe die Drehorte fotografiert und so. Man kann auch in das Café gehen, wo diese Glasscheibe ist, wo die da was dran schreibt an die eine Seite und so. Also das kann man auch sehr schön da verbinden. Vielleicht, wenn ihr vorhabt, mal irgendwie einen Urlaub in Paris zu machen oder so, guckt euch vorher mal den Film an. Da seht ihr so tolle Ecken und der Film ist es auch wert. Wer noch nicht auf der großen Leinwand gesehen hat, unbedingt reingehen. Die fabelhafte Welt der Amelie. Das Glaszimmer läuft noch an von Christian Lerch mit Lisa Wagner, Xari Wimbauer, Philipp Hochmeier und weiteren. 1945, kurz vor Kriegsende, Anna, Lisa Wagner und ihr elfjähriger Sohn Felix, Xari Wimbauer, flüchten aus dem zerbombten München und suchen Unterschlupf in Annas niederbayerischen Heimatdorf. Schnell wird klar, dass Anna und Felix, die in München im liberalen Musikerumfeld zu Hause waren, nicht so recht in das kleine Dorf passen. Ihr Nachbar Felix, ein alter Schulfreund von Anna, hat sich zum strammen Nazi-Anhänger entwickelt. Ach du Scheiße. Ey. Okay. Na, Feig heißt er nicht Felix, Feig. Feig hat es sich zur Aufgabe gemacht, das ganze Dorf auf Linie zu halten. Während Anna nur schwer die überzeugte Nationalsozialistin im Dorf spielen kann, will Felix um jeden Preis vermeiden, als Außenseiter zu wirken. Und so lässt er sich schnell durch die Nazi-Propaganda von Feig und seinem Sohn Kari blenden. Ja. Oh je. Sowas will ich nicht. Klingt nach einem richtigen Feelgood-Film, hey. Das ist mir zu nah dran an der Wirklichkeit. Das gibt es leider viel zu viel. Und das sehen eh nicht die richtigen Leute, die es sehen müssten, um was draus zu lernen, sondern das gucken sich die an, die es eh schon wissen. Also von daher. Na gut, vielen Dank, dass du mir den nächsten gelassen hast. Der ist nämlich der neue Gaspar Noé-Film. Vortex heißt der. Und da bin ich auch schon sehr, sehr heiß drauf. Also im Kino wird der wahrscheinlich nicht laufen. Mit Dario Argento und Françoise Lebrun. Der hat ja, Gaspar Noé, da habe ich ja so ziemlich alles gesehen. Da, Climax hatte ich letztens, glaube ich, vorgestellt, Lux Aeterna und so. Und bin ich total heiß drauf, den zu sehen. Es geht um ein altes Ehepaar, das schon seit vielen Jahrzehnten in einem engen Pariser Apartment wohnt
Und das hat so ganz verschachtelte Gänge und Flure. Und der Mann, gespielt von Dario Argento, ist nach wie vor als Filmjournalist aktiv, versinkt regelrecht in Kinoplakaten und hat eine Affäre verfasst, momentan ein Buch über die Verbindung zwischen Filmen und Träumen. Und wer so die Gaspar Noé-Sachen kennt, das wird dann auch sehr visuell wahrscheinlich dargestellt werden, diese Verbindung. Und die Frau war früher einmal Therapeutin, inzwischen aber steuert sie ziel- und rastlos durch das Leben, ist zudem an Alzheimer erkrankt, ständig vergisst sie, wo sie ist und was sie noch tun wollte. Der Mann und die Frau haben sich zwar ein Leben geteilt, doch jetzt müssen sie nach und nach feststellen, dass sie für sich allein sterben werden. Oh, ganz, also nicht jedermanns Sache, wie alle Gaspar Noé-Sachen, aber ich mag die total, zumal wie sie gedreht sind, dann sind so viele Mindfuck-Elemente drin und What-the-fuck-Szenen und so. Ich bin total heiß drauf, den zu sehen. Dann haben wir noch ein Drama mit Der Mann, der die Welt aß von Lena Lessing mit Hannes Hellmann, Johannes Su, Michael Goldberg und anderen. Der Mann ist ein Desaster, verantwortungslos, aggressiv und gering narzisstisch. Seine Frau mit den gemeinsamen Kindern hat er verlassen, den Unterhalt zahlt er unregelmäßig. Den kranken Bruder hält er auf Distanz und sein bester Freund taugt allenfalls noch als Punching Ball und billiger Kreditgeber. Sogar den erfolgreichen Job hat er geschmissen, um sich selbstständig zu machen, endlich frei zu sein. Dafür zerstört er alles, was in seinem Leben wichtig war. Wie und warum er sich so fühlt, darüber spricht er nicht. Ist er depressiv? Ist es eine Midlife-Crisis? Vielleicht ein Burnout? Als dann sein alleinstehender, dement werdender Vater Hilfe benötigt und er ihn zu sich ziehen lässt, bricht ein Generationenkonflikt auf, der sichtbar macht, wie missverständlich und hilflos diese Vater-Sohn-Beziehung war und ist. Der Sohn möchte seinem Vater gefallen, der Vater ersehnt sich nichts weiter als den Erfolg des Sohnes. Die Gräben zwischen den beiden sind tief und der Abstieg des Sohnes nicht aufzuhalten. Huiuiui. Es läuft auch noch an. Noch so ein Feel-Good-Movie. Es läuft auch noch an Die Odyssee. Das ist ein animierter Film, der wird so in Ölbildern dargestellt. Und da geht es um Flucht und Vertreibung und Ankunft und so weiter. Auch ein Feel-Good-Movie, ich sehe schon. Denke ich doch. Aber ich glaube, da wird nur ein Teil davon anlaufen im Kino, weil da sind doch ein paar sehr große Produktionen, die großen Kinosäle belegen. Und okay. Dann schauen wir doch mal in die Serie der Woche rein hier. Serien. Und da sprechen wir mal über Moon Knight Staffel 1, Folge 4 und müssen natürlich dann ganz gleich mal den Spoiler-Alarm abfeuern, wenn ich den hier finde. Ich finde ihn nicht. Wo ist der? Hä? Achtung, Spoilerwarnung. Genau, mach du das mal. Ist nicht mehr hier in meinem Soundboard drauf. Steht nicht mehr da. Ich habe nur noch den normalen, den Alarm einmal hier. Mit Profis. Den habe ich. Okay, also Moon Knight. Ähnlich, ja, ganz ähnlich. Wir haben ja gar nicht über die Folge davor gesprochen gehabt, die dritte Folge. Die dritte Folge war für mich so ein kleiner Turning Point in der Geschichte, nachdem ich ja bei den ersten zwei Folgen noch nicht ganz überzeugt war, dass mir das gefallen könnte, weil mir war dieses etwas verschobene und mit diesen irgendwie gefühlt drei Identitäten, die er hat und dieses Hin und Her und Her und Hin und wer ist nun was und so und mit dieser komischen Sekte und so, das war, hat sich dann für mich zum ersten Mal in der dritten Folge so ein bisschen aufgedröselt und das hatte so ein bisschen sowas wie eine stringente Story, der ich ordentlich folgen konnte und die ich irgendwie spannend und interessant fand. Aber das ist jetzt natürlich in der vierten Folge wieder ad absurdum geführt worden mit diesem Ende in dieser Nervenheilanstalt, wo man da sitzt, hä, was ist jetzt los? Also er wird ja erschossen und wacht dann irgendwie in dieser Nervenheilanstalt auf und Ethan Hawke ist da irgendwie der Therapeut und irgendwie alles ganz seltsam und ist alles total verrückt. Aber wir haben dazu Theorien. Oh, schieß mal los. Ja. Also der Chris hat ja hast du das aufgestellt, die Theorie? Also wir haben halt drüber gesprochen und dann, das ist wohl alles laut Comics, nur so ein Trugbild, das wiederum aufgemacht wurde von einem Gott, um ihn auf eine falsche Fährte zu locken und ihn quasi einzusperren in seinem eigenen Geist irgendwie so. Oder wie habe ich das jetzt richtig wiedergegeben, Chris? Ja, genau. Also
Es ist, muss quasi in die Untiefen seines Verstandes erforschen und deswegen ist nicht ganz klar, was ist Realität, was ist Traum und dass Khonshu diese Psychiatrie als Gefängnis gebaut hat und wirklich schon seit Jahren mit dem Verstand von Mark da auch spielt. Das ist so das, was in den Comics passiert. Habe ich nochmal nachgelesen. Also deswegen, das könnte relativ spannend noch werden, wie und was. Und was? Vor allem auch. Ja. Vor allem halt mit dem Hintergrund, also dass jetzt da noch hier Taveret, also die Nilpferdgottheit, Taveret da ist, Göttin der Fruchtbarkeit und sowas, dass sie da auch nochmal Hallo sagt am Ende, was auch schon so ein. Was das ist, wo so alles durcheinander drehen, dann fehlt uns ja noch eine dritte Persönlichkeit, die ja da drin steckt. Es gab ja schon verschiedene Hinweise, es gab auch noch einen zweiten Sargophag, wenn man das noch genau gesehen hat, wo er nicht aufgemacht hat extra. Also da ist einiges noch im Argen und wenn man dann noch überlegt, dass ja Moon Knight nur eine Staffel erhalten wird. Es wird ja danach nicht weitergehen. Es hat einen ganz einfachen Grund. Weil Moon Knight soll ja dann ins Marvel Cinematic Universe wechseln. Und da wird es dann schon wieder spannend, das, was ich vorher schon gemeint habe, mit den anstehenden Filmen, weil es kommt ja im Juli der neue Thor. Love and Thunder. Wo zwei von drei wirklich den Trailer sehr gefeiert haben. Yay. Richtig? Yay. Sau geil. Und in Thor 4 in Love and Thunder, was ja da jetzt nicht im Trailer zu sehen war, aber was ja, also was zu sehen ist, ist natürlich Amidala, die aber was halt im Trailer nicht zu sehen ist, ist der Bösewicht in Thor 4, der auftritt, weil der Bösewicht in Thor 4 ist Gorr, der Götterschlechter. Mhm. Und der wird von niemandem anderen gespielt als von Christian Bale. Und ich bin immer der Meinung, du holst dir keinen Christian Bale ins Boot, wenn du den in einem Film einfach so kurz ein bisschen verbrätst, sag ich mal. Und wenn man jetzt betrachtet, okay, ergibt Sinn, Thor als Halbgott, dann sieht man definitiv im Trailer von Thor 4, jetzt nehme ich ihn doch schon mit rein hier, also komplett mit rein, sieht man ja auch Zeus, der wird ja gespielt von Dings, wie heißt er? Der Gladiator. Russell Crowe, Dankeschön, genau, von Russell Crowe wird der gespielt. Ich komme heute mal auf Namen, was ist los? Wir müssen immer Samstag aufnehmen. Ja, Samstag ist der Erik noch ausgeschlafen. Samstag bin ich noch fit. Sonntag habe ich schon runtergefahren. Ja, das ist schon Wochen her. Und wenn man das dann einfach dann überlegt, okay, es kommt der Gorr, der Götterschlechter, kommt als Gegenspieler von Thor und als Angreifer dann wahrscheinlich auch für Zeus und was weiß ich was. Aber das sind ja die griechischen Gottheiten. Aber jetzt haben wir ja eingeführt hier die ägyptischen Gottheiten. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass da nicht irgendein Zusammenhang ist. Nein? Was meinst du, ägyptische Gottheiten mit griechischen Gottheiten oder was? Welchen ja, das genau, dass das da nicht, dass es nicht da irgendwelche Überschneidungen dann plötzlich gibt. Von hier, wenn da ein Gottesschlechter unterwegs ist. Es gibt ja sehr viele ägyptische Gottheiten. Also ich habe ja schon noch diverse Tempel und alles mögliche besucht da und wo die. Ja, richtig, richtig. Also, aber das halt jetzt auch noch mit den Griechischen zusammen und bliblablub. Also ich meine, das ist ja ein da Riesenmix hier, ne? Also wir reden ja jetzt nicht von einer archäologischen Doku hier, die wir gucken, ne? ich meine, hier Thor mit dem Hammer und so weiter als nordische Gottheit und so. Ja, also ich glaube, man braucht da nicht zu viel wissenschaftlich rangehen. Es kann durchaus sein, dass sie da einen riesen Kuddelmuddel machen mit den Gottheiten und so. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele ägyptische Gottheiten. Ich glaube, mehr als griechische. Also ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber da gibt es wirklich für alles, aber für jedes trotzdem, bisschen. Ich denke, es wird relativ spannend zu sehen. Vor allem also wirklich, wie sich das reinflechtet. Also dass dieses komplette, dass Folge 4 von Moon Knight die ersten drei Folgen eigentlich komplett auf links drehen,
Es ist eigentlich schon eine Sache für sich, was mir allerdings auch sehr gut gefällt. Also ich hätte das so genommen, wie es bisher lief, nehme aber das auch, dass es jetzt in eine ganz andere Richtung plötzlich stößt und nochmal anders wohl zu funktionieren scheint. Und ja. Ich will wissen, wer die dritte Persönlichkeit ist. Es gibt eine, es muss eine geben. Also es gibt jetzt so viele Hinweise, allein in der letzten Folge, dass diese Szene, wo sie auf dieser Klippe stehen und der Mark quasi aufwacht und merkt, dass sie jemand abgestochen hat und sagt, Steven, was tust du da? Und dann sagt Steven, das war ich nicht. Und dann jetzt in der letzten Folge dieser zweite Sarkophag und im Abspann das Bild von Pedro Pascal mit drei Gesichtern. Entschuldigung, da gibt es ist also das die ist Pedro der Ex Pascal, sich sogar ich raus. Nicht. Nicht Pedro Pascal, was sehe ich denn da? Oscar Isaac, wenn dann. Oscar Isaac, Entschuldigung. ich rede einen Scheiß heute. Aber das ist so. Ja, da muss noch mehr dahinter sein. Und wer vor allem wer von den dreien ist dann das wahre Ich? Wahrscheinlich Tienemit sein, habe ich gerade entdeckt hier in der Liste, die ich euch auch. Die Göttin des Bieres. Also ja, wirklich für jeden bis. Ich finde, wart ihr schon mal in Ägypten? Oder? Nein. Ist nicht so. Aber ich war ja schon. Also ich mag Ägypten sehr. Also ich mag die Leute, ich mag die Kultur, die du an jeder Ecke irgendwo siehst. Du kannst da wirklich von jedem Urlaubsort, den es gibt, ein paar Kilometer ins Land fahren und siehst irgendwelche alten Tempel oder irgendwas und kriegst deine Führung und es ist sehr, sehr cool und sehr, sehr toll und ich mag das sehr, das Land und Leute und alles. Und ich kann es nur jedem empfehlen, fahrt mal nach Ägypten, kann man schön, was weiß ich, Urlaub in Hurghada oder ein bisschen südlich davon, nicht ganz so touristisch, dann irgendwie gibt es schöne Ecken, blaues Wasser, kannst du schnorcheln, siehst da bunte Fische und alles. Stehst einfach mit Knien im Wasser, guckst mit der Taucherbrille rein, siehst ein bunte Fische und so, herrlich. Und gar nicht weit weg hier von Deutschland und viel Kultur zum Angucken. Ich mag das sehr, auch das in der Serie, dass es nicht verhohnepiepelt wird, die Kultur. Ist ja auch häufig bei amerikanischen Produktionen so, dass einfach so, ja, wir nehmen jetzt mal Hitler und dann nehmen wir auch noch Napoleon zusammen und weißt du, ich packen das alles in einen Film. Also ich denke da irgendwie Bills und Ted's verrückte Reise oder so, das war natürlich überspitzt, aber ich sag mal so, in typisch amerikanischen Filmen, da wird immer die Geschichte sehr, sehr verhohnepiepelt und alles irgendwie. Und ich mag das, dass es hier so ein bisschen, wenigstens noch ein bisschen Unterbau hat. Und dass sie nicht damit zu viel Quatsch machen. Und hat auch alles irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß, so wie das aussieht und so. Zumindest von meinem jetzt. Ich bin jetzt kein Ägyptologe, aber ja, macht viel Spaß zu schauen. Und diese, ich weiß zwar immer noch nicht, was die Serie mit mir will oder so, aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Jetzt gefällt es mir auf jeden Fall noch besser. Auch so diese Einführung in diese Irrenhaus-Szene, nenne ich es jetzt mal, mit diesem komischen VHS-Look wirken, 4:3 Format. Hammer. Was war das eigentlich? So eine Art Indiana Jones für Arme oder so? Ja. Keine Ahnung. Herrlich. Sehr schön. Also, dranbleiben. So, dann gehen wir jetzt mal hier raus aus dem... Ey, mein Spoiler-Tag ist nicht mehr hier drauf. Was ist da los? Seltsam. Dann muss man den wieder nehmen. Alarm! Damit ich hier meinen... Ja, dann sind wir wieder Alarm. Drüben und gab es Kommentare zur letzten Folge? Ich glaube nicht. Ah, ich habe jetzt hier gerade noch genau ein lustiger Ägyptenwitz. Wie heißen Sie noch gleich? Ramses. Wie schreibt man das? Na, so wie man es spricht. Welle, Auge, Typ mit Speitsche, Skarabäus. Ja. okay, ich möchte, bevor wir zu Kommentaren dazu kommen, noch ganz kurz nochmal auf den Tor 4 Trailer reingehen. Ja. Ach, Chris. Was haben wir jetzt noch? Weil... Ja, nur ganz kurz, weil Erik und ich haben das ja schon ziemlich gefeiert, allein wegen Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Und wir haben da heute Morgen noch ein Video dazu angeschaut, wo einer wirklich quasi Frame für Frame den Trailer auseinander nimmt. Und da wird es einem schon anders, wenn man die ganzen Anspielungen, die da drin sind, Erik, das muss ich dir mal schicken, du wirst, glaube ich, echt austicken. Wer ist mit in die Shownotes posten, ja. Ja, kann ich machen. Ist richtig, richtig geil. Und auch, was ganz arg vielen aufgefallen ist, in der einen Szene nach 37 Sekunden im Trailer, habe ich jetzt gerade extra nachgelesen, gibt es eine Einstellung, wo Thor neben Gore steht. Nee, nicht neben Gore, wie heißt der andere?
Kork. Neben Kork steht. Und da ist noch Platz für einen. Und jetzt wird wild spekuliert, wer da digital entfernt wurde. Ist es Loki? Ist es jemand anders? Man weiß es stimmt, nicht. Stimmt, Loki. Also da, ich glaube, dass uns der Trailer zwar Sachen zeigt, aber uns gewaltig aufs Glatteis führen wird. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Aber jetzt erstmal hier Strange, Doctor Strange 2. Das wird schon völlig abgefahren alles. Das ist einfach komplett abgefahren alles. Das ist alles komplett kaputt. Alles komplett kaputt. Schauen wir mal. Okay, da Kommentare hatten wir ja keine, deswegen können wir gleich zu den Musiktipps weitergehen. Habe ich da wenigstens den Button? Ja, der ist noch da. Aber die wichtigen sind weg. Music. Was packt ihr denn so drauf? Ich pack von Lil Mix Black Magic drauf. Okay. Ich pack aus dem Film The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, nicht The Final Countdown drauf. wobei ich da echt Lust dazu hätte. Nee, ich pack tatsächlich von von Dance, also ohne A, DNCE, Cake by the Ocean. Ah, bei Final Countdown gab es letztens in so einer Quizshow eine Frage. Und zwar, auf welchen Planeten wollen die in dem Text von Final Countdown? Wisst ihr es? Ah, okay. Oder? Nö. Venus. Also. Venus. Ja, wisst ihr noch? Da gibt es diese Textzeile. Genau. Und da. Doch. Ja, jetzt, wenn man es weiß. Wenn man's weiß. Ja, doch. Ey, ich saß da auch da. Man kennt ja den Text eigentlich in- und auswendig. Man hat das zum Kotzen gehört, das Lied. Das lief ja auch rauf und runter überall. Und es kommt ja ständig irgendwo wieder. Aber da zu überlegen, den Text. Also, man kriegt immer den Refrain zusammen und den Rest noch. Wenn das Lied läuft, ist man drin. Aber dann. Ja, und die haben es dann noch rausgekriegt, ja, genau. Ich habe hier bei mir im Satellitenfernsehen so einen Sender entdeckt, der heißt MTV 90s. Da kommt nur Musik aus den 90ern. Da läuft jetzt gerade ohne Ton bei mir Scorpions, Wind of Change, fängt gerade an. Da habe ich einen Song wieder gehört, den ich damals auch zum Kotzen gehört habe. Aber mittlerweile kann ich den wieder hören, nämlich von Soul Asylum, Runaway Train. Den packe ich mal drauf. Auf unsere Playlist, die ihr abonnieren könnt auf Kinocast Songs. Ja, viel Spaß damit. Perfekt. Und ja, allen viel Spaß, die in die Sneak Preview gehen am kommenden Montag in die Innenstadtkinos. Und ja, genau, wir hören uns ja, bevor Doctor Strange anläuft, noch nicht wieder hier im Podcast. Also alle, die in Doctor Strange gehen, euch auch schon mal viel Spaß in dem Film. Und danke. Genau, und wir hören uns dann am kommenden Sonntag hier wieder im Podcast und nehmen da wieder eine neue Folge für euch auf. Vielen Dank. Ja, fürs wahrscheinlich Mitmachen. Haben wir da Dr. Strange noch nicht gesehen. Haben wir den noch nicht mal gesehen? Gucken. Okay, na, mal schauen. Okay. Also, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.